Und natürlich geht's gleich weiter. Und wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, in unserem Schritt 10, dass wir unsere Werte von Throttle und Gear nicht, ja, über Gebühr strapazieren. Ja, so ein Gaspedal, haben wir gesagt, kann stehen zwischen 0 und 100. Und Gänge, haben wir gesagt, haben wir 0 und 5. Und Rückwärtsgang haben wir gleich gar nicht. Also, wollen wir uns jetzt mal mit so einem Kontrollstrukturblock beschäftigen? Klingt wahnsinnig spannend, kann man aber auch einfach abhandeln. Wir wollen einfach wissen, ob etwas von einem bestimmten Wert ist und wenn ja, dann tun wir was und wenn nein, eben nicht. Wann wollen wir also die Geschwindigkeit, also die Stellung unserer Drossel erhöhen? Wenn der Wert der Throttle kleiner 100 ist, nur dann wollen wir den Wert erhöhen. Also probieren wir es mal aus. If Throttle kleiner 100, dann Throttle gleich Throttle plus 1. Was machen wir im anderen Fall? Ja, nix. Ja, mehr als Gaspedal bis zum Limit durchtreten geht eben nicht. Ein Overdrive haben wir nicht. Jetzt wollen wir uns darum kümmern, dass wir nur die Gaspedalstellung reduzieren können, solange unser Wert größer 0 ist. Wenn er 0 ist, sind wir am Limit. Dann braucht man nichts machen. Also, if Throttle größer als 0, nur dann bitteschön einen Wert zurück. Jetzt wollen wir das Ganze noch mit der Gangschaltung machen. If Gear kleiner als 5, solange wir noch nicht im fünften Gang sind, dürfen wir einen Gang hochschalten. Und solange der Gang größer als 0 ist, dürfen wir auch einen zurückschalten, bis wir also auf dem Gang 0, sprich im Leerlauf sind. So einfach wäre das. Wollen wir mal gucken, was passiert. Next Gear, wir geben ja Gear aus. Wir sind im vierten Gang. Schalten wir nochmal einen Gang hoch. Dann sind wir im fünften Gang. Prima. Jetzt aufpassen. Copy, Paste. Wir schalten nochmal einen Gang hoch. Passiert aber nichts. Wir bleiben im fünften Gang. Ja, obwohl wir zweimal quasi, also obwohl wir vom fünften Gang schon Next Gear aufgerufen haben. Wir haben eben hier unsere Werte eingeschränkt. Nun haben wir aber Swift. Und Swift ist ja nun mal eine sehr, sehr schöne Sprache. Und weil Swift so eine wunderbare Sprache ist, haben wir auch neue Möglichkeiten zur Verfügung, den Fluss innerhalb einer Methode elegant zu kontrollieren. Ja, was ist jetzt hier eigentlich nicht so schön? Es ist nicht so schön, dass wir erst eine Bedingung abfragen müssen und dann in dieser Bedingung, wenn sie erfüllt ist, etwas tun. Ja, wir haben also die Aktion, die wirklich erfolgen soll, bei der Methodenaufruf Increase Throttle, hier so ein bisschen eingerückt. Und je nachdem, wenn wir komplexere Beispiele hätten, dann könnte es ja sein, dass wir viel mehr noch abprüfen müssen und dann wäre das unter Umständen immer tiefer eingerückt. Und da gibt es in Swift ein ganz wunderbares Statement, das Guard-Statement, und wir können damit quasi Bedingungen, Eingangsbedingungen festlegen, und wenn die nicht erfolgt sind, müssen wir wieder zurückspringen. Natürlich hat das Guard-Statement erst so richtig Brisanz, wenn wir dann über das Thema Optionals reden. Aber es schadet ja nichts, wenn wir uns dieses Konstrukt jetzt schon einmal anschauen. Ich könnte also hier auch Folgendes schreiben. Guard, ist denn unsere Throttle kleiner 100? Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich gerne aus dieser Methode sofort wieder zurückspringen. Ja, und jetzt passiert Folgendes. Ihr seht, das läuft noch alles, kompiliert noch alles, aber unsere Action,
ist nicht mehr hier so reingeschachtelt, sondern steht gleich auf der ersten eingerückten Ebene innerhalb unserer Methode. Also wie so ein Wächter wird geprüft, ob denn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Wenn das nicht der Fall ist, wird zurückgesprungen. Aber wenn es erfüllt ist, dann kann ich auch gleich auf erster Ebene damit arbeiten. Ja, könnte ja auch mit einem if gemacht werden, wo return drin steht, wenn der Wert größer oder gleich 100 ist, gebe ich euch allen recht. Habt ihr auch recht, zumindest denen, die hier so clever mitdenken. Ja, das nächste Mal unterbrecht ihr den Unterricht bitte nicht. Nein, Scherz beiseite. Wäre an der Stelle wirklich mit einem if auch möglich, es anders zu gestalten. Aber ich will schon mal das Guard-Statement zeigen, weil gerade, wie gesagt, mit dem Thema optional wird das in Swift super, super sexy. Und dann probieren wir das Ganze hier natürlich auch gleich aus und bauen den Code gemeinsam um, dass er dann auch unseren Regeln entspricht. Ist Gear kleiner 5? Wenn nicht, dann springe bitte zurück. Seht ihr, man kann das quasi so in die Tastatur diktieren. Ist Gang größer 0? Dann erlaub es und ansonsten erlaub es nicht. Ja, so, zack, wollen wir auch gucken, ob das funktioniert, ob wir immer noch im fünften Gang sind. Ja, if, gear, Mensch, Justel, guard war doch das Gebot der Stunde. Ja, ja, ne, habe ich mir selber wieder ein Bein gestellt. Aber wir sehen, wir bleiben im fünften Gang, auch wenn wir 6-mal hochschalten. Ihr glaubt es nicht, schalten wir nochmal hoch. Es bleibt im fünften Gang und dementsprechend, wenn wir mal einen Gang zurückschalten würden, previous gear, wozu haben wir denn die Methode? Dann sind wir eben im vierten, im dritten, im zweiten, im ersten, im nullten und ich mache noch ein paar Mal und es wird sich nicht ändern. Wir bleiben eben auf null. Unser Gang wird nie negativ. Das haben wir jetzt eben hier ganz wunderbar gelöst. Also, unsere Klasse Automobil hat ein paar Properties und Methoden, die eben die Properties miteinander in Beziehung setzen. Und es ist so die Idee, eigentlich über den Aufruf von Methoden die verschiedenen Objekte jeweils in einen bestimmten Status zu versetzen. Das mal so im ganz Groben zu einem ersten Objekt, was wir aus einer Klasse instanziert haben. Was für ein Wahnsinn!